Bei dieser Summe hier aus dem vorherigen Beispiel ist es vielleicht noch relativ egal, ob ich links dieses Summenzeichen verwende oder wie hier auf der rechten Seite diese Summe Term für Term ausschreibe. Wenn ich jetzt mal hergehe, hoppla, das wollte ich nicht, wenn ich jetzt mal hergehe und hier oben vielleicht als Grenze nicht 7, sondern 100 hinschreibe, dann wird das natürlich auf der rechten Seite schon ein bisschen mühsam. Dann muss ich hier plus 64, plus 81, plus 100 und so weiter, bis ich irgendwann bei 99 ins Quadrat und 100 ins Quadrat, das wären dann also 10.000 angekommen bin, hinschreiben. Dann sind das hier rechts schon ziemlich viele Terme, die ich jetzt addieren muss. Und dann lohnt es sich, wenn ich so eine kompakte, präzise Schreibweise habe. Und wenn ich vielleicht auch irgendwann lerne, wie ich diese Sache, die hier auf der linken Seite steht, direkt manipulieren kann, umformen kann, ohne gleich diesen Ausdruck rechts hier immer ausführlich hinschreiben zu müssen. Noch interessanter wird es dann, wenn ich hergehe und sage, naja, die Grenzen sind vielleicht nicht alle konkrete Werte, vielleicht ist zum Beispiel die obere Grenze hier einfach n und ich würde gern wissen, was ist denn, was kommt denn raus, wenn ich Quadratzahlen addiere, mit der 4 beginne, also 2 ins Quadrat beginne und bis zu n gehe. Dann lohnt sich das umso mehr, wenn ich diese Schreibweise habe und wenn ich anfangen kann, diesen Ausdruck hier auf der linken Seite umzuformen, ohne zwischendrin wieder was mit Plus, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter auszuschreiben. Was wäre so ein Beispiel, wo man das hat, wo dann auch gar nicht mehr konkrete Sachen überall stehen? Vielleicht, wenn ich jetzt irgendwie eine Stichprobe habe, vielleicht habe ich Daten erhoben, was gemessen, eine Umfrage gemacht, was auch immer. Und jetzt habe ich hier so eine Menge von Zahlen, die nenne ich mal x1, x2 und so weiter bis xn. Das ist meine Stichprobe. Jetzt würde ich vielleicht irgendwelche Kennzahlen von dieser Stichprobe ausrechnen. Zum Beispiel das arithmetische Mittel dieser Werte. Gebe ich dem einen Namen, sage ich, nenne das x quer. Und das definieren wir dann als, ja, wir zählen die Werte aus der Stichprobe alle zusammen. Also Summe j von 1 bis n, xj und dann teilen wir durch die Anzahl der Werte, also wir schreiben einen Faktor 1 durch n dafür. Das wäre dann sowas, was wir sehr gerne mit so einem Summenzeichen schreiben möchten.